Lohner Kassettendienst. Sie hören eine Sendung, die der Evangeliumsrundfunk ausgestrahlt hat. Keiner ist wie Jesus so rein und voller Wahrheit. Millionen Menschen rühmen den Herrn der Herrlichkeit. Er ist meine Sonne, mein Licht zu jeder Zeit. In meinem Herzen sing ich vor Freude aller Zeit. Jesus machte mein Leben frei. So heißt es in dem folgenden Lied, das ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus ist. Keiner ist wie Jesus, so rein und voller Wahrheit. Millionen Menschen rühmen den Herrn der Herrlichkeit. Er ist meine Sonne, mein Licht zu jeder Zeit. In meinem Herzen sing ich vor Freude alle Zeit. Jesus machte mein Leben frei. Lass die Melodie erklingen. Jesus machte mein Leben frei. Von der Liebe muss ich singen. Jesus machte mein Leben frei. Und mein Herz ruft zum Zerspringen. Halleluja, Halleluja. Durch Jesus bin ich frei. Liebe Hörer, so können nur Menschen singen, die den Ruf Jesu gehört haben und in seine Nachfolge getreten sind. Und dieser Ruf Jesu ergeht auch heute Abend an alle unsere Hörer, die ihn noch nicht gehört haben und ihm gefolgt sind. Denn an ihnen soll sich das Gleiche wiederholen, was einst im Leben eines Zollbeamten geschah. Wir lesen darüber im Markus-Evangelium, in Kapitel 2, Vers 14. Als Jesus vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Nachfolge Christi, das ist auch heute das Gebot der Stunde. Hören Sie dazu Pfarrer Dr. Gerhard Bergmann aus Halver in Westfalen. Verehrte liebe Hörer, was trommelt nicht alles an Propaganda und Reklame auf uns ein? An den Litfaßsäulen, in Illustrierten, im Radio und Fernsehen. Millionen und Abermillionen Franken und Mark werden dafür ausgegeben. Mach mal Pause, trink Coca-Cola. Oder, wenn Bausparen, dann bei der Bausparkasse so und so. Mögen die Parolen lauten, wie immer sie wollen, ihnen allen haftet der Todeshauch des Vergänglichen und Irdischen an. Wie ganz anders ist es hingegen mit drei Worten, die schon vor fast 2000 Jahren gesprochen wurden und doch bis zu dieser Stunde unvermindert gelten.
Diese drei Worte lauten: Folge mir nach. Verbinden wir mit diesen drei Worten einige Fragen. Erstens, wer hat sie gesprochen? Antwort: Jesus Christus. Er, der von sich in majestätischer Weise gesagt hat: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er hat sie gesprochen, der sagen konnte, was kein einziger Philosoph zu sagen sich je anmaßen konnte: Ich bin die Wahrheit. Jesus sprach diese Worte: Folge mir nach, zu dem Zöllner Levi, dem späteren Evangelisten Matthäus. Welch eine Macht muss doch von Jesus ausgegangen sein, wenn wir lesen: Und er stand auf und folgte ihm nach. Diese drei Worte führten zur großen Lebenswende und Lebenserfüllung. Damit ich ohne Umschweife auf das Ziel lossteuere, folge mir nach, dieser Ruf gilt auch heute noch. Dieser Ruf gilt Ihnen ganz persönlich. Frage: Werden Sie dieser Aufforderung folgen oder werden Sie dieses Angebot ablehnen? Ich möchte aber, dass Sie der Einladung Jesu mit guten Gründen folgen. Dazu sollen Ihnen die weiteren Fragen helfen. Darum jetzt die zweite Frage: Warum sollen Sie und ich Jesus nachfolgen? Diese Frage stellte ich einmal meiner Mutter und meiner Schwester. Meine Mutter antwortete: Weil wir in Jesus Rettung finden. Meine Schwester sagte: Weil wir in Jesus Geborgenheit, Frieden und Glück haben. Liebe Hörer, haben meine Mutter und meine Schwester damit nicht das Entscheidende gesagt? Ich frage Sie: Sehnen Sie sich nicht nach etwas Glück und vor allem nach Geborgenheit? Wir alle tun es. Nun sagt Jesus: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Gerade in unserem Jahrhundert seelischer Unterkühlung und eiskalter Nützlichkeitsberechnung, gerade jetzt gilt Ihnen das Wort Jesu umso dringlicher: Folge mir nach. Nochmals, meine Mutter meinte, wir sollten darum Jesus Christus nachfolgen, weil wir in ihm Rettung finden. Ich frage Sie: Gibt es in Ihrem Leben keine Schuld, keine Sünde? Jawohl, wir alle liegen an der gleichen Krankheit im Spital. Jesus ist der große Arzt. Ich frage Sie auf Ehre und Gewissen: Wissen Sie einen Besseren, der Ihnen helfen könnte und der fiebrig kranken Welt und Menschheit? Nein, es gibt keinen Besseren. Denn Jesus Christus ist das Urbild wahren Menschentums und er ist das Urbild aller Ordnung und alles Zusammenlebens. Aber mehr noch, und das ist das Entscheidende: Jesus Christus ist der Erlöser. Die Bibel sagt: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Über Jesus sagt sie: Wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, sondern mit dem teuren Blut Christi. Darum frage ich Sie erneut: Wem wollen Sie Ihr letztes Vertrauen schenken, wenn nicht Jesus? Jesus, der aus Liebe zu Ihnen am Kreuz auf Golgatha verblutet ist? Vor allem, mit wem wollen Sie in Ihr letztes Stündlein hineingehen? Bitte,
Nennen Sie mir doch den Politiker, den Philosophen, aber auch den Religionsstifter, auf den Sie Ihr Leben und Ihre Ewigkeit vertrauensvoll bauen können und möchten. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Buddha hingegen bekennt am Ende seiner Tage, ich suche noch immer die Wahrheit. Wie dankbar dürfen Sie darum sein, dass Jesus Christus die Einladung an Sie ergehen lässt, folge mir nach. Stellen wir uns jetzt die Frage, drittens, worin besteht die Nachfolge Christi? Darauf möchte ich Ihnen eine zweifache Antwort geben. Zunächst, Jesus sagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst. Der Mut zur Selbstverleugnung besteht darin, die Sünde und Eigensucht dranzugeben. Gerade durch die sündige Selbstbehauptung gegen Gott wird ihr und mein Herz Gott gegenüber vergiftet. Gerade durch die Wucherpflanzen der Eigenliebe wird unsere Beziehung zu den Menschen belastet. Was richtet der Egoismus doch für Nöte an? In unseren Ehen, in unseren Familien, auf unseren Arbeitsplätzen. Die Ursache unserer großen und kleinen Nöte liegt doch nicht in zu viel, sondern in zu wenig Nachfolge. Das kann von keinem ehrlichen Menschen bestritten werden. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und wieder steht die Frage im Raum, wohin wollen Sie denn mit Ihrem Kreuz gehen? Mit dem Kreuz der Sorge, mit dem Kreuz der Schuld und Sünde, mit Ihrem Kreuz der Enttäuschung. Wohin wollen Sie denn gehen, wenn nicht zu dem, von dem es heißt, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Wohlstand und gesichertes Einkommen können Ihnen Ihr geheimes Kreuz nicht abnehmen, auch nicht der Alkohol. Darum bleibt es wahr, was Jesus sagt, folge mir nach. Mit deinem Kreuz und du wirst Ruhe finden. Wir fragten, worin besteht die Nachfolge? Nun die zweite Antwort. Die Nachfolge besteht darin, dass sie nur dies eine brauchen, bei Jesus Christus die Last der Schuld und Sünde abladen und Jesus auf ihrem weiteren Lebensweg vorangehen lassen. Sie kennen sicherlich das Lied Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Das heißt auch bis zum Ende ihrer Lebensbahn. Welch ein Trost liegt doch darin, er geht voran, auch und gerade dann, wenn sie einen schweren Weg vor sich haben. Ich denke jetzt an eine Verwandte von mir. Ihren Mann hatte sie verloren, als er 53 Jahre alt war. Nun stand sie da, allein mit der Fabrik und den Kindern. Und jetzt musste sie sich einer schweren Operation unterziehen, die auf Leben und Tod ging. Ich saß an ihrem Krankenbett. Wir sprachen über die Lage. Und dann sagte sie wörtlich zu mir, ich halte mich ganz an Jesus. Sehen Sie, liebe Hörer, Jesus Christus vorangehen lassen, sich ihm anvertrauen, gerade in schweren Lagen. Das dürfen Menschen, die Jesus nachfolgen. Das steht auch Ihnen offen, wenn Sie sich zur Nachfolge Jesu entschließen. Bitte nehmen Sie es mit. Wer Jesus Christus nachfolgt, gibt seinem Leben die große letzte Führung und Geborgenheit. Darum folge mir nach.
Das ist die Einladung Jesu an Sie. Eine weitere Frage, viertens. Wohin führt denn Jesus Christus seine Nachfolger? Darauf müssen wir wieder eine zweifache Antwort geben. Erstens, Jesus Christus führt Sie und mich zunächst nach Golgatha. Wir können von der Nachfolge Christi nicht reden, ohne nicht von Golgatha zu sprechen. Denn Golgatha hat es mit der Sünde zu tun. Eine große Not unserer Tage besteht darin, dass verweltlichte Amateurchristen die Sünde so sehr veroberflächlichen. Denn Sünde hat es nicht nur mit dem bürgerlichen Gesetzbuch, sondern Sünde hat es mit dem lebendigen Gott und darum mit Golgatha zu tun. Golgatha ist das liebende Ja Jesu zum Sünder, aber das ernste Nein zur Sünde. Der verblutende Jesus zeugt von diesem Ernst. Darum müssen wir mit der spießbürgerlichen Manier aufhören, die Sünde zu bemänteln oder zu parfümieren. Parfümieren tun wir die Sünde dann, wenn wir zum Beispiel statt stehlen, organisieren sagen. Jesus Christus möchte durch seinen Opfertod auf Golgatha unser aller Gewissen schärfen und aufreißen. Aber dadurch will er gleichzeitig die wunde Stelle unseres Gewissens heilen. Gottes Wort sagt, und wenn eure Sünden blutrot wären, so sollen sie doch schneeweiß werden. Ich wünsche Ihnen, dass Gott Ihnen die Barmherzigkeit der Unruhe vor Ihrer Sünde und vor Jesu Opfertod am Kreuz schenke. Folge mir nach, hin zum Hügel Golgatha. Dazu lädt Jesus Sie ein. Nochmals. Wohin führt Jesus seine Nachfolger? Zweite Antwort. Von Golgatha aus führt Jesus seine Leute hinein in die Welt zu den Menschen. Gerade heute gilt erst recht sein Ruf, folge mir nach. Gerade heute braucht er Menschen mit glühenden Herzen. Folge mir nach, von Golgatha in die Elendslums unserer modernen Großstädte, diese Steinwüsten des 20. Jahrhunderts. Folge mir nach in die Hungerstädte Indiens, zum Beispiel in Kalkutta und Südamerika habe ich solche Nachfolger Christi erlebt, die zu Pionieren der Liebe Jesu und zu glaubhaften Zeugen seines Evangeliums wurden. Folge mir nach zu den unterernährten Kindern in den Wellblechbaracken und den Flüchtlingslagern. Dort würde er heute geboren, wenn er noch einmal zu uns Menschen käme. Folge mir nach, aber auch zu den armen Reichen, wenn sie nicht mehr haben als ihren Reichtum. Folge mir nach, von Golgatha zu den Menschen. Diese Einladung gilt grundsätzlich jedem Nachfolger, aber sie gilt jedem auf seine Weise und in seiner Lage. Sie möchte auch Ihnen gelten, aber das setzt voraus, dass Sie zunächst der Einladung folgen hin nach Golgatha, hin zu Jesus. Das ist der entscheidende erste Schritt. Zudem möchte ich Sie ganz herzlich einladen. Sie geben doch sicherlich in Ihrem Herzen zu, dass die Welt anders aussehen würde, wenn möglichst viele, viele Nachfolger Christi in ihr Leben und wirken würden. Wenn Sie dies zugeben, und ich meine, Sie müssten es zugeben, dann kommt es doch entscheidend darauf an, dass Sie selber an Ihrem Teil sich in die Nachfolge Jesu rufen lassen. Gewiss will Jesus mit Ihnen von Golgatha zu den Menschen gehen,
Aber zunächst will er ganz persönlich mit Ihnen nach Golgatha gehen. Darum eine Frage, darf er Ihre Hand ergreifen? Sie kennen sicherlich auch das Lied, so nimm denn meine Hände und führe mich. Frage, sind Sie dazu bereit? Jesus möchte nicht nur irgendeine Aktivität draußen in der Welt und unter den Menschen, sondern Jesus möchte sie selbst. Aus dem für Jesus Dasein soll dann das für den Menschen Dasein erwachsen. Heute gibt es zwar viel Betrieb, aber was wir brauchen, ist Nachfolge. Und Nachfolge hat es immer mit Golgatha zu tun, mit Sünde und Vergebung. Diesen Weg dorthin müssen Sie gehen wollen. Ich darf Ihnen bezeugen, diesen Weg bin auch ich gegangen. Ich habe keinen Augenblick bereut, in die Nachfolge Jesu getreten zu sein. Den Weg nach Golgatha gehe ich immer und immer wieder. Bitte, gehen Sie doch mit mir. Auch Sie werden es nie bereuen. Jetzt spricht Jesus zu Ihnen, folge mir nach. Jesus Christus ruft dich heute, folge mir nach. Er will dich befreien von Sünden und Schuld. Folge mir nach, folge mir nach. Jesus schenkt Frieden der Hast und hilft uns tragen des Lebens Last. Warte nicht länger, hör auf seinen Ruf, folge mir nach, folge mir nach, folge mir nach. Seine Jünger, folget ihr nach. Sie waren gehorsam und wurden sehr froh. Folget ihr nach, folget ihr nach. Jesus schenkt Freude inmitten des Leids. Jesus Christus ruft dich heute, folge mir nach. Er will dich befreien von Sünden und Schuld. Folge mir nach, folge mir nach. Jesus schenkt Leben oft wieder. Im Tod und hilf uns handeln nach seinem Gebot. Warte nicht länger, hör auf seinen Ruf.
Liebe Hörer, auch in unseren Tagen wird der Ruf Jesu in seine Nachfolge von nicht wenigen Menschen gehört und angenommen. Es sind Menschen aus allen Berufs- und Gesellschaftsschichten. Hören Sie nachfolgend das gekürzte Zeugnis eines Juristen, wie er zu Jesus Christus fand. Obwohl ich durch die Erziehung meiner Eltern und durch die Absolvierung einer Ausbildung alle Voraussetzungen zu einem erfolgreichen und raschen Studium hatte, versagte ich zunächst kläglich. Ich war ein ewiger Student. In dieser Zeit lernte ich meine Frau kennen. Mit ihrer Hilfe gelang es, dem verderblichen Einfluss einiger Kommilitonen zu entgehen, mit denen ich befreundet war. Ich nahm in einer Versicherungsgesellschaft als Schadensreferent eine Arbeit an, heiratete und absolvierte dann mein Jurastudium. Durch entsprechenden persönlichen Einsatz stellte sich auch wirtschaftlicher Erfolg ein. Jedoch stellten sich Phasen der Depression und der seelischen Leere ein. Ich versuchte, sie durch erhöhte Betriebsamkeit zu überwinden. Das Gefühl, aus eigener Kraft das Schicksal zu meistern, war erhebend. In dieser Zeit fand meine Frau durch einige evangelistische Veranstaltungen und durch die liebevolle und unaufdringliche Betreuung einer Studentenkollegin den Weg zu Jesus Christus. Dieser Veränderung im Wesen meiner Frau stand ich ratlos, ja verständnislos gegenüber. In der Folgezeit besuchte ich einige Vorträge und Veranstaltungen zum Thema Jesus Christus, tat es jedoch nur meiner Frau zuliebe. Den Ausführungen des Redners stand ich zumeist ablehnend gegenüber. Bei einem evangelistischen Vortrag jedoch wurde mir ein Spiegel meines Lebens vorgehalten. Ich erkannte mich darin als einen schuldbeladenen Menschen. Dann fühlte ich den Ruf des Herrn Jesus Christus zur Umkehr, aber den Konsequenzen der Umkehr, die ich klar erkannte, wollte ich aus dem Weg gehen. Das Ansehen bei Verwandten, Mitarbeitern und Bekannten wurde mir zunächst zum wichtigen Gegenargument. Aber aus dieser seelischen inneren Auseinandersetzung mit dem, was ich hörte und tun sollte, erlöste mich die Liebe und Gnade Jesu Christi. Nachdem ich meine Schuld erkannt und bekannt hatte, lieferte ich mein Leben Jesus Christus aus und war bereit, ihm nachzufolgen. Durch diese Entscheidung wurde der durch die gesellschaftliche Umgebung in mir geprägte relative Maßstab in Bezug auf Moral, Charakter, Bewertung der Mitmenschen usw. durch den absoluten Maßstab Gottes ersetzt. Zum Beispiel war für mich vorher die Notlüge barmherzige Lüge und rhetorische Übertreibung durchaus nichts Verwerfliches. Heute meldet sich mein Gewissen bei der geringsten Unwahrheit und ich bemühe mich um Wahrhaftigkeit. Die Gewissheit, dass mein Leben in der Hand des Herrn liegt und nicht einem blinden Schicksal oder Zufall ausgeliefert ist, befreite mich von meiner Existenzangst. Ich möchte mein Zeugnis mit den Worten des Apostels Paulus schließen. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus.